Dieser Bericht ist powered by Gitterfabrik Christkirchen. Was verbindest du denn jetzt mit dem Begriff Tanz? Tanz ist für mich universal anwendbar, weil ich einfach nicht nur in Tanz ziehe, sondern in Musik. Was dazu gehört, natürlich auch die Bekleidung. Und das, was mich am meisten bewegt, sind bei Tanz trotzdem die Rhythmen. Also bei mir ist immer die Assoziation Musik da zum Tanz. Freude am Leben, Fantasie, Beweglichkeit. Freie Energie und Rhythmus. Fantasie. Liebe. Wohlfühlen. All dies verbindet auch die Tanzkompanie F des ÖTB-Turnvereins Christkirchen mit ihrem Lieblingshobby. Mit Unterstützung von Schuh Koch und der Gitterfabrik aus Christkirchen präsentierte die Tanzgruppe das Projekt Tanzkalender 2003 in der ÖTB-Turnhalle. Der Kalender ist unter dem Motto Tanzen ist Lebensfreude und Bilder schenken Freude in Zusammenarbeit mit dem Fotograf Walter Hoehm entstanden. Das Grundkonzept für die Bilder besteht aus verschiedenen Choreografien und Musikstücken. Jedes Monatsbild beinhaltet einen eigenen Titel und Tanz. Wodurch bist du jetzt bei der Choreografie zu diesem Kalender inspiriert worden? Meistens eigentlich durch die Musik. Also das ist der Hauptgrund. Es ist nur selten, dass ich vielleicht irgendwo was sehe, was mir eine Idee halt dann gibt. Sei es jetzt ein Film oder ein Musical. Aber meistens ist es ein Musikstück, wo ich mir denke, wow, das hört sich klasse an. Da wollen wir mal tanzen dazu. Eva Franz leitet die Tanzgruppe des Turnvereins bereits seit über 10 Jahren. Das Talent und die Liebe zum Tanz präsentiert die 14-köpfige Kompanie in diversen Auftritten und Showabenden. Man kann eure Tanzgruppe ja jetzt auch buchen. Wie schaut das konkret aus? Ja, meistens bin da ich selber der Ansprechpartner. Und ich mache es aber so, nachdem wir keine professionellen Tänzerinnen sind, gehe ich eigentlich auf die Wünsche der Leute ein und sage halt, ja, was wird ungefähr gewünscht und dann schauen wir, ob wir da was im Programm haben oder ob ich mir dazu irgendwas Neues einfallen lasse und ja, dann machen wir das so. Der Abend endet sehr gemütlich am Buffet und natürlich mit dem Verkauf des Kalenders. Der Erlös kommt der Jugendarbeit des Turnvereins zugute. Der Erlös der heutigen Veranstaltung wird in einen Turnboden investiert. Das heißt, auf diesem Boden kann das Kunstturnen leichter erlernt werden. ÖTB heißt Österreichischer Turnerbund und das ist das Turnen nach Friedrich Ludwig Jahn, das Jahnsche Turnen. Das ist der Turnvater Jahn. Das Turnen im ÖTB ist sehr vielseitig. Wir haben zum Beispiel in Christkirchen 16 verschiedene Ligen. Es werden sehr viele Sportarten angeboten. Das Tanzkalenderprojekt war ein Riesenerfolg und die Besucher waren von der Leistung der Tanzgruppe begeistert. Dieser Bericht ist powered by Gitterfabrik Christkirchen.